große Leidenschaft ist die ganze Obstproduktion. Aber wir haben natürlich auch aus der Geschichte her sehr viele andere landwirtschaftliche Tätigkeiten. Wir haben zum Beispiel die Mutterkuhhaltung, die was wir seit 1994 betreiben, zuerst war es Muschviehhaltung. Für diese Grundausstattung der Tiere braucht man eine ganze Gruppe für andere Sachen. Wir brauchen das Grünland, das haben wir in Ausmaß von 35 Hektar. Und bei diesen Tieren, die wir dann in der Mutterkuhhaltung halten, ist eine ganz spezielle Sache. Wir haben da die einzelnen Bergschecken, das ist wirklich eine bedrohte Tierrasse. Wir haben dort mittlerweile, sind wir reinrassig, wir haben über 60 einzelne Bergschecken im Betrieb, sind mit einer der größten Bergschecken-Zuchtbetriebe, wo es auch ein großes Standbein ist. Wir sind im Mostbaron-Betrieb, wie man schon lange in meinem Aufzug sieht. Und wir sind aber da an der Eisenstraße, also wir sind auch Schmiedmostbauer und miteinander da einiges zu bewegen und die ganze Mostszene einfach wieder nach vorne zu bringen und auch mit innovativen Produkten. Die Hersteller von Most ist eigentlich von der ganzen Geschichte nur sehr traditionell. Wir sammeln die einfach in ganz normalen Weidenkörben, Kübeln, wie auch immer, werden dann in Großboxen eben Richtung Presse transportiert, werden dort dann gereinigt, das ist immer eine ganz wichtige Sache, werden dann nur einmal selektioniert und aussortiert. Dann geht es eh schon über die Maischepumpe zur Presse, zur Fruchtpresse, also möglichst schnell und auch kühl zu verarbeiten. Dort in der großen Fruchtpresse wird es dann möglichst schonend und gut ausgepresst. Ja, der Fruchtsaft kommt dann in den Schönungstank, dort wird er abgesetzt, eben um diese letzten großen Fruchtanteile wegzubringen. Und dieser klare Saft wird dann weiterverarbeitet und in den Gärkeller oder eben auch in die Pasteurisation, um Fruchtsaft zu erzeugen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und das wird dann produziert. Ja. Der Verkaufsraum ist eingerichtet worden im 2011 in der Form, wie es ihn jetzt gibt. Wir bieten da eben alles, was in unser Hof herstellt, an, was halt ein Haltbarsortiment ist. Most, Saft, Edelbrand, von Bienenschokolade, Essig, Dörrobst, Geschenkideen, Geschenkskörbe, es werden dort auch verschiedene andere Variationen, es gibt einiges dazu und eben für einen selber einen guten Most einzukaufen. Wir haben einiges, was wir ausliefern, wir haben das Erlauf der Naturkostüberl, wo meine Mutter verkauft und einige Geschäfte in der Region.